Da Gott gütig und menschenliebend ist, verhält er sich langmütig und wartet geduldig auf die Sinnesänderung eines jeden Sünders. Und er betrachtet die Umkehr des Reuigen als ein himmlisches Fest. Freude, sagt er nämlich, kommt im Himmel auf über einen einzigen Sünder, der sich bekehrt. Wenn jemand jedoch diese Güte und Langmut sieht und wahrnimmt, dass Gott nicht gegen die einzelnen Sünden einschreitet, da er, wie gesagt, auf die Sinnesänderung wartet, und wenn er dann, wehe, aus Geringschätzung des Gebotes sogar die Güte zum Anlass von Verachtung nimmt, indem er Sünde auf Sünde häuft, Ärgernis auf Ärgernis baut und Leichtsinn mit Leichtsinn verbindet, dann macht er das Maß der Sünden voll und wird schließlich von einem solchen Vergehen gefangen, aus dem er sich unmöglich mehr erholen kann. Vielmehr macht er die äußerste Zerknirschung durch, wird dem Bösen vollständig überlassen und geht daraufhin zugrunde. So ist es mit Sodom geschehen. Laufen wir bereitwillig dem rufenden Christus zu und schütten wir ihm dabei unser Herz aus. Und verzweifeln wir nicht trotz unserer freiwilligen bösen Taten an unserer Rettung. So ist es überliefert, liebe Schwestern und Brüder, in den Aussprüchen des großen Makarios. Ist es nicht spannend zu sehen, wie wir das ja öfter jetzt beobachten, wie die Väter eine solche Stelle, gerade hier, das schwierige Kapitel Genesis 19, verstehen? Das ist für viele auch heute noch so eine richtige Haut-drauf-Stelle. Das ist in den Sprachschatz übergegangen, Sodom und Gomorra. Da weiß man, wovon man redet. Aber die Väter tun das nicht. Die Väter nehmen alle diese Schriftstellen zum Anlass der Selbstbeobachtung, nicht zum Richten über andere, sondern zur genauen Beobachtung unserer selbst. Wie bin ich denn? Wie gehe ich mit Gottes Langmut um? Bin ich etwa so wie Sodom, wie dieses böse Beispiel, dass ich mit Gottes Langmut spiele? Nicht an meiner Umkehr arbeite, sondern auf diese Karte der Geduld und der Barmherzigkeit Gottes setze, immer wieder neu, immer wieder noch eins draufsetze, bis das Maß irgendwann voll ist. Um dann dieses schöne Wort zu sagen, laufen wir bereitwillig dem rufenden Christus zu. Denn in all seiner Geduld ist er dahinter, der uns ruft, der uns lockt, die uns aus diesem ganzen Pfuhl herausruft, weil er mich meint, weil er mich kennt, weil er mich trotz all der ganzen Verkommenheit, die zuweilen in mir ist, mich meint und weiß, dass es die Kraft gibt zum Guten, weil er sie gerne und bereitwillig schenkt. Nein, auch diese Stellen im Buch Genesis, die wir jetzt hören, in der Abrahamsgeschichte, sind nicht dazu da, dass wir über andere urteilen, sondern sie helfen uns, uns selbst zu beobachten, um schließlich zu Christus zurückzufinden.